Hallo, Minecraft-Freunde, und willkommen zu einer Runde Factions. Mir wurde geschrieben, dass ich mal irgendwie einen kreativeren Anfang für mein Video suchen soll. Also habe ich mir überlegt, okay, war das jetzt erstmal so ein bisschen die letzte Begrüßung dieser Art. Für heute habe ich mir schon was Kreatives ausgesucht. Hallo. Naja, okay, ich weiß nicht, ob es kreativ war, aber es war auf jeden Fall besser. Wenn ich immer mal wieder sowas machen soll, dass ich einfach irgendwas total Bescheuertes als Begrüßung nehmen soll, dann schreibt das mal in die Kommentare und lasst ein Like da. Okay, aber kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Hier, Factions, aus unerklärlichen Gründen leckt es bei mir extrem. Ich guck mal, ob ich irgendwas in den Grafik ein... alles klar. Okay, das erklärt alles. Wir haben hier ein paar Sachen weitergebaut. Hier gibt es so einen wunderschönen Schafgrinder. Schafe und Kühe und alles Mögliche. Nur, dass da oben irgendwie die Lava fehlt. Kein Plan, was da nicht stimmt. Den Grinder habe nicht ich gebaut, also lasse ich da die Finger davon. Ansonsten hier hinten der Iron Golem Spawner funktioniert weiterhin richtig gut. Und der Cave Spider Spawner funktioniert irgendwie noch extrem besser, weil wir extrem viele Sachen dazu bekommen haben. Wenn ich jetzt hier irgendwo mal eine Spitzhacke finden würde, könnte ich euch das auch zeigen. Habe ich in meiner PV was? Jo, genau. Dann schwimme ich hier hinten einfach mal hoch und zeige euch diesen Spawnraum. Und dann spreche ich gleich mal das Thema an der heutigen Folge. Und zwar Fragen. Und zwar die Fragen von euch. Es wurde mehrfach angefragt, hey, kannst du mal ein Video machen, wo du Fragen beantwortest? Also stellt mir, beziehungsweise ja, das mache ich und ich brauche halt die Fragen. Also stellt mir einfach die ganzen Fragen, alles was ihr an Fragen habt, jetzt in die Kommentare. Das Einzige, was ich nicht beantworten werde, die Frage ist, streamst du mal? Denn ich habe bereits mal einen Stream gemacht. Jeder, der dabei war, weiß, dass der kläglich gefailt ist. Wegen unserer Internetverbindung ist so die schlechteste, die man sich vorstellen kann. Darum, nein, ich werde nicht streamen. So, ansonsten hier seht ihr erstmal unsere ganzen Spawner. Das sind alles Cave Spider Spawners. Der Grinder ist sowas von infinit. Du kriegst den praktisch nicht. Du schaffst es nicht, die ganzen Cave Spiders zu töten. Und okay, jetzt weiter zu dem Fragevideo. Stellt mir einfach eure ganzen Fragen jetzt hier in die Kommentare. Ich werde auch welche aus anderen Videos nehmen, von den Kommentaren dort. Und es müssen nicht unbedingt nur Fragen sein, es können auch irgendwelche Kritiken, Verbesserungsvorschläge sein, wie zum Beispiel erst mit dem kreativen Video anfangen. Und ja, stellt einfach eure Fragen, eure Tipps, alles in die Kommentare. Und ich habe auch überlegt, dass ich so einen Contest mache für so das hilfreichste oder vielleicht auch das witzigste Kommentar in den Videos. Zum Beispiel jetzt bei Sky Factory 2, wenn man sagt, wie ich die Maschine verwenden muss, dann finde ich das sehr hilfreich. Und dass ich so einmal im Monat so ein Fragevideo mache, oh lol, 27 Minuten Envoy her. Dass ich einmal im Monat so ein Video mache, in dem ich einfach so Kommentare beantworte und dann immer den Titel vergebe für das hilfreichste Kommentar aus dieser Zeit. Ich verstehe gerade nicht, warum hier so wenig Leute sind. Ich meine, 27 Minuten Envoy her. Ups. Mist. Hier, wo? Desert, wenn hier so wenig Leute online sind. So wenig? Ja, stimmt, warte, ich glaube, es waren nur 67 Leute online. Ja, okay, dann ist das verständlich. Aber wenn 27 Minuten Envoy ist, dann sollten da eigentlich ein paar mehr Leute da sein. Aber ey, ich hoffe einfach, ich glaube, dieses Envoy wird richtig geil. Ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt. In der Zeit könnt ihr schon Fragen überlegen. Ach nee, warte. Okay, ich habe jetzt richtig Fail, so ein richtiges Fail-Denken gehabt. Ich dachte so, okay, ich warte jetzt 5 Minuten. In den 5 Minuten könnt ihr euch Kommentare ausdenken und die schon mal hinschreiben. Ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich beim Envoy. Bis gleich. Und da startet das World Event und ich sehe gleich eine Kiste. Oh, und dann kommen diese scheiß Leute, die einfach fliegen können. Ich hasse es. Aber ich krieg trotzdem welche. Und den da unten kill ich gleich mal. Hab ihn down.
Als ob der Typ mich jetzt angreift. Ich bin weg. Zum Glück habe ich da ein paar Goldäpfel dabei. Ach, komm schon, ich muss jetzt hier wegkommen. Was ist das denn wieder für ein bescheuertes Envoy? Oh, dieser Feuerschaden ist heftig. Ich sehe einfach keiner der Kisten. Oh, hat der Typ da gerade eine Godchest gekriegt? Hat er? Er hat eine Inner Pearl geworfen. Ich glaube, der hat die Godchest bekommen. Ich greife ihn einfach mal an. Ja, genau, dann kann er einfach fliegen. Jetzt geht er auf mich los. Ich töte den jetzt. Ich habe irgendwie gerade voll Bock auf PvP. Und der hat sich ja schon so bereitwillig mir entgegengestellt, dass ich ihn jetzt einfach mal platschen werde. Ah, jetzt wirft er wieder eine Enderperle. Oh, habt ihr das gesehen? Ich krieg den jetzt down. Hab ihn. Hat er irgendwas Gutes dabei? Nee, nur Crap. Naja. Oh, da sind noch Kisten. Da sind noch Kisten. Crap. Und noch mehr Crap. Obwohl irgendein Spawner dessen Namen ich nicht lesen kann. Naja, ich gehe jetzt ins F-Home. Und dann werte ich einfach mal aus, was ich bekommen habe. Wir haben auf jeden Fall einen Trichter bekommen, das ist cool. Und ein Zombie-Spawner. Ist ja mies. Wir haben einen Zombie-Spawner bekommen, das ist so traurig. Ich mach mal Tinkerer. Schlecht. Nichts richtig Gutes dabei gewesen. Jetzt muss ich mir das ganze Zeug hier erstmal reinziehen, die ganzen Experience. Genau. Und Enderperlen, die Enderperlen sind ganz nice, die Fackeln sind totaler Schrott. Wie viele Fackeln wir einfach haben. Die Pickaxe ist auch Schrott. Ein Elite-Enchantment-Book, das ist ganz nice, denn wir brauchen gerade welche. Mal gucken, was rauskam. Poison 2. Super schlecht Effekt, ich denke das. What? Als ob. Das ist einfach der beste Dust, den man da rausbekommen kann. Also, ich glaube, dieser Dust, der ist so an die 200-300k wert. LOL. Okay. Ansonsten hier den Zombie-Spawner. Cell. Machen wir 9000. Weiß nicht, ob der überhaupt für so viel losgeht. Ansonsten Spawner, den selbst in meiner PV1. Den Smaragdblock können wir mal noch schnell verkaufen gehen. Oder wartet, erstmal ein paar Enderperlen selten. Und jetzt zum Shop. Ach ja, genau, mir wurde geschrieben, ich soll mal /sell-hand machen. Aber ich glaube, das geht nur, wenn man einen Rang hat. Und das stimmt auch. Also nein, ich kann nicht sell-hand machen. Ich muss die 7 Sekunden warten. Wo sind die hier drüben? Hat sich jetzt voll gelohnt, wegen diesem einen Smaragdblock zum Spawn zu gehen. Aber ich habe echt gerade gerade kein Money, weil wir alles für Blaze-Spawner ausgeben. Von daher ist es in Ordnung, wenn man für 1200 Mann hier 7 Sekunden wartet. Naja, hier oben, das ist übrigens unser Blaze-Spawner. Da habe ich so ein kleines System mit Pistons gebaut, dass die Blazes nicht immer nach oben wegfliegen. Und ich habe hier so eine schöne Grinding-Axt mit Plünderung 3. Und diese coole Axt, die hat Reforged 8. Oder? Nee, Reforged 7. Egal. Ist auf jeden Fall gut. Und das ist richtig OP. Denn die geht dadurch nicht kaputt. Reforged macht, dass sie nicht kaputt gehen. So, ansonsten hier die Blazes. Jetzt lege ich den Hebel um und dann können die Blazes nicht mehr hochfliegen. Also da wird ein bisschen davor geschoben. Denn das Problem war, dass sie dann immer hochgeflogen sind. Das war so nervig. Grinde ich mir das einfach mal so ein bisschen ab, bekomme dafür noch ein paar Level und gleichzeitig Blaze Wards, und die Blaze Wards sind eigentlich das, worum es geht hierbei, denn die bringen so viel Money. Wenn wir so, sagen wir mal, so viele Blaze Spawner wie
Cash-Spider-Spawner haben, dann, keine Ahnung, bekommst du so viel Money, das ist sowas von überhaupt nicht normal, diese Blaze-Spawner. Ich wette, wenn du, die Blaze-Spawner sind viel effektiver, wenn du, ach Mann, wenn du viele Blaze-Spawner hast, ist es einfach viel effektiver, als wenn du einen Eisengolem-Spawner hast. Dann kannst du mit diesem herkömmlichen Eisengolem-Trinen mit der Lava einfach nur immer zwei Eisengolems gleichzeitig töten. Zwei Eisengolem-Spawner gleichzeitig töten. Und das ist richtig blöd. Also wir könnten jetzt nicht noch vier Eisengolem-Spawner anschließen, weil die Eisengolems nicht schnell genug sterben. Deswegen habe ich hier drüben auch schon noch einen zweiten begonnen zu bauen. Ich weiß aber nicht, inwiefern da noch eine drinne ist. Also müssen wir mal gucken. Ansonsten, oh cool, jemand hat meinen Zombie-Spawner gekauft. Damit müssten wir jetzt schon 10.000 haben. Und ihr seht, dieser Blaze-Grinder, der ist auch schon nahezu infinit. Also du kannst hier die ganze Zeit draufschlagen und bekommst ständig Blaze-Rods. Wäre halt okay, wenn du jetzt zu dritt hier dastehst und drauf einklopfst, dass dann trotzdem immer noch mehr Blaze spawnen. Ich muss mal ein bisschen schneller klicken, hatte. Ach man, oh, die sterben nicht schnell. Es ist immer diese Hitbox im Weg, wenn die umfallen beim Sterben. Das ist echt mies gerade. Ich treffe die sowas von gar nicht. Aber warte mal, hier unten geht das, glaube ich, ganz gut. Nicht? Boah, komm schon. Ich krieg die 10 Blazes einfach nicht weg. Das ist irgendwie. Sonst war das nicht so. Keine Ahnung, vielleicht sind da irgendwie noch mehr Spawner dazugekommen. Ich bin ein bisschen lang nicht mehr online gewesen. Dann gibt es hier hinten natürlich Best Grinder ever. Unendliche Experience. Du stellst dich hier hin, spammst die ganze Zeit Linksklick und bekommst deine Experience, ohne dass du mehr machen musst. Diese Cave Spiders, guckt euch an. Es werden einfach nicht weniger. Es werden nicht weniger, es werden sogar noch mehr. 25, 26, 31, 30, 33, 34, 37. 36, 39, es werden einfach immer nur mehr. Das ist so krass, diese ganzen Grinder. Ja, und dann bekommt man hier noch diese Teile raus, die kann man dann nochmal verkaufen. Ich finde das so mega OP, unsere Grinder. So heißt ja auch unsere Faction, also muss ja OP sein, wenn unsere Grinder. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich kann hier dieses coole System zeigen. Das hat nämlich nicht ich gebaut, sondern irgendein anderer Typ. Und der Witz ist, dass das System irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich habe aber auch keine Lust, das jetzt nochmal neu zu bauen. Von daher, ja, Pech gehabt. Obwohl, komm, ich guck mal, ob ich. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Gerade eben ging es nicht. Das ist irgendwie voll buggy. Naja, das war's dann von dieser Folge. Vergesst nicht, ein schönes Kommentar zu schreiben, damit ich auch was zu tun habe bei dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.